Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Dieser Film ist definitiv jeden Fan von deutschen Filmen ein Begriff. Gegründet wurde das Unternehmen 1964 von Paul Löwinger, der vor allem mir als Österreicher immer wieder etwas sagt, da nämlich tatsächlich eher in erster Linie Volkstheater-Schauspieler war, die Löwinger Bühnen unter anderem in Wien Favoriten, wo ich groß geworden bin, zwischen 1929 und 1945 waren und das Löwinger Ensemble aber grundsätzlich eher ein reisendes Theater war, das unterwegs war. 1964 dachte er sich dann, gründen wir eine Filmproduktionsfirma, natürlich nachdem er zuvor ebenfalls schon im Filmgeschäft verwurzelt war, und hat dieses Unternehmen nach seiner Ehefrau Elisabeth benannt. Daher der Name Lisafilm. Die erste Produktion übrigens, die Lisafilm getätigt hat, war dann 1965 der Film Das Mädel aus dem Böhmerwald. Und für diejenigen, die sich jetzt wundern, warte mal, waren Stan Laurel und Oliver Hardy damals nicht schon richtig, richtig alt? Ja, der Laurel und Hardy-Film Das Mädel aus dem Böhmerwald stammt bereits aus dem Jahr 1936 und enthält in der Inhaltsangabe der Wikipedia derartig viele politisch fragwürdige Wörter, dass man sich fast denken könnte, man liest einen Ghetto-Rap-Song. Aber das nur am Rande. Schauen wir jetzt eben einmal von den insgesamt über 300 Filmen, die Lisafilm, die übrigens heutzutage immer noch aktiv und tätig ist, produziert hat, die 6 Filme an, die im deutschsprachigen Raum von Subkultur zwischen Februar 2019 und Anfang 2020 veröffentlicht wurden. In einer Reihe, die ähnlich wie eben zum Beispiel die Criterion Collection beziehungsweise die Indicator-Reihe oder eben auch die Full Moon Collection oder die Black Cinema Collection von Wicked Vision in den Scannavo Keepcases veröffentlicht wurden. Und wir schauen ganz am Anfang, bevor wir uns die einzelnen Titel anschauen, zuerst einmal hier auf die Spines. Und wer mich kennt, weiß, ich persönlich liebe einheitlich gestaltete Spines. Und deswegen ist dieser Blick hier oberhalb mit den immer gleichen Bildern von Charakteren aus dem Film beziehungsweise der durchgehenden Nummerierung absolut großartig. Und da hat man natürlich einerseits natürlich oft schon die Frage gehört, warum die Filme nur in Keepcases und nicht in Mediabooks erscheinen. Das hat definitiv Gründe, aber man muss natürlich an jeder Entscheidung auch die Vorteile sehen. So hat man eben zum Beispiel die Sache, weil bei jeder Produktion es immer leichte Abweichungen im Millimeterbereich beim Druck geben kann. Hier kann man eben zum Beispiel, wenn eine Zahl etwas höher steht als die andere, das Ganze etwas anpassen, aber an der Stelle muss ich tatsächlich an der Reihe auch einmal ganz schnell zumindest optische Kritik üben, denn fällt euch etwas auf? Der 5. Titel zu Josephine Mutzenbacher wird auf dem Spine als DVD-Veröffentlichung ausgewiesen. Das stört natürlich eben hier unten den allgemeinen gleichmäßigen Look von der Reihe, und es wäre ja eigentlich in Ordnung, wäre Josephine Mutzenbacher tatsächlich auf einer DVD, aber nein, es handelt sich bei dem Film um eine Blu-ray-Veröffentlichung, wie bei allen anderen auch. Man hat da einfach nur das Logo verwechselt. Finde ich sehr schade, weil wie gesagt, Spines sind mir persönlich recht wichtig. Aber dann schauen wir jetzt einfach einmal auf die Filme an sich, und da haben wir offensichtlich die klassische deutsche Kokser-Komödie. Ich meine, gut, bei Thomas Gottschalk und Mike Krüger hätte man die Nasen ja gar nicht mal dermaßen überzeichnen müssen, aber ich finde das trotzdem ziemlich cool, wie sie eben damals von Tommy und Mike diese Karikaturen sogar schon eben für das alte deutsche Kinoplakat erstellt haben. Damals 1983, wie der Film von Tivoli gelaufen ist, war der Film eigentlich fast exakt gleich eingekleidet, nur dass der Rahmen weiß war und nicht gelb. Das hat man aber hier, finde ich, für diese Reihe sehr, sehr schön angepasst. Aber was ich persönlich ganz besonders cool finde, ich meine, abgesehen davon, wie Thomas Gottschalk hier ausschaut, ich meine, ich bin ja tatsächlich noch mit der Thomas Gottschalk-Wetten-Das-Ära groß geworden und habe eigentlich Frank Elstner und die ganzen anderen Moderatoren so gut wie gar nicht mitbekommen. Aber was ich bei dieser Nummer 1 eben von der Lisafilm Collection ganz besonders cool finde, ist, dass es hier unfassliches Bonusmaterial gibt. Das Interview mit Thomas Gottschalk, läuft 24 Minuten, das mit Mike Krüger ca. 9,5 Minuten. Außerdem sind sogar noch 2 verschiedene Audiokommentare mit an Bord, wo man sich den Film eben einerseits von Alexander Iflender, andererseits von Lars Dreher-Winkelmann begleiten lassen kann. 2 Namen,
die uns ja eben hier auf meinem Kanal in den letzten Monaten und Jahren schon sehr, sehr oft als wirklich kompetente Audiokommentarsprecher bzw. Booklet-Autoren begegnet sind. Die Supernasen ist übrigens recht interessant. Wir sehen übrigens Thea Gottschalk in dem Film, die damals tatsächlich die Ehefrau von Thomas Gottschalk war im Jahr 1983, aber 2019 haben sie sich dann nach 40 Ehejahren scheiden lassen. Außerdem sehen wir in einem kleinen Gastauftritt von dem Film Jochen Busse, der dann mit Mike Krüger eben zum Beispiel die Serie 7 Tage, 7 Köpfe gedreht hat, Kalle Pohl und so weiter, die auch noch alle dabei waren. Das war wirklich eine Sendung, die ich mir damals als Kind immer wieder wahnsinnig gerne aus dem Fernsehen aufgenommen und angeschaut habe. Außerdem gibt es noch einige References zu anderen bekannten Größen des Films wie Bud Spencer, Terence Hill, Ein Schloss am Wörthersee und so weiter und so fort. Außerdem ist das der allererste Film, die Thomas Gottschalk und Mike Krüger miteinander gedreht haben, was dann ja eigentlich quasi einen gewissen Kult für sich sowieso mitgebracht hat. Unter anderem haben die beiden dann ja ein Jahr später unter dem Titel 2 Nasen tanken super einen weiteren Film eben aus der Nasenreihe gedreht, wobei generell sind es ja vier Teile, der Piratensender Powerplay aus 1982 als erster Teil, dann die zwei Nasen und dann die Einsteiger, aber nachdem es hier jetzt die erste Ausgabe eben von der Lisa Film Collection gibt, bekommen wir da noch einen kleinen Einleger, in dem es eben um andere Titel, was, so erfrischend illegal, in einem Film, wo es um Nasen geht. Ich weiß nicht, ob ihr dafür wirklich Werbung machen wollt, aber sehr schön natürlich, dass diese Reihe, das wäre aber auch nicht anders zu erwarten, generell mit einem Wendecover ohne FSK-Logo ausgestattet ist und meiner Meinung nach auch mit dieser gelben Disc und diesem generell gelben Design hier sehr, sehr ansprechend ausgefallen ist. Außerdem Regie geführt eben hat bei diesem Film dann auch der Regisseur Dieter Pröttl, der natürlich dann eben auch die zwei Nasentanken super gedreht hat mit Mike Krüger 1985, Seitenstechen, Mamma Mia, wo ebenfalls Thomas Gottschalk zu sehen war und dann noch Geld oder Leber mit Mike Krüger. Das heißt, seine gesamte Regiekarriere zwischen 1983 und 1986 umfasst 5 Filme, in denen in jedem entweder Gottschalk oder Krüger oder beide zu sehen waren. Das finde ich durchaus interessant. Schauen wir weiter zu dem Film Wenn die tollen Tanten kommen. Rudi Carrell, leider vor kurzem eben auch erst verstorben, ist ebenfalls jemand vom 7 Tage 7 Köpfe Team, den ich damals persönlich wirklich, wirklich gerne gesehen habe und wirklich unterhaltsam eben auch gefunden habe. Und ist ebenfalls ein Film, wo dann übrigens Jochen Busse auch noch einen kleinen Gastauftritt hatte. Da sehen wir übrigens hier auf dem Frontcover-Artwork nicht das alte deutsche Kinoplakatmotiv, das in der OFDB eingetragen ist, sondern eben ein alternatives Plakatmotiv, das damals mit ein bisschen einem anderen Hintergrund und ein bisschen einem anderen Title Placement ebenfalls in den Kinos gehangen ist. Da gibt es auch zwei verschiedene Versionen, nämlich eben das alte Kinoplakat, wo dann die Köpfe von Rudi Carrell und Ilja Richter mehr realistisch gewirkt haben, als hätte man sie quasi einfach nur auf diese Karikaturen aufgeklebt. Hier sind sie quasi in einem einheitlichen Stil gezeichnet, aber an der Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz zumindest das UFA-VHS-Cover ansprechen, das wirklich unfasslich genial gezeichnet wurde und das man vielleicht auch zumindest irgendwann einmal auf einer großen Hardbox oder sowas sehen sollte. Gedreht wurde der Film von Franz Josef Gottlieb, der leider ebenfalls bereits im Jahr 2006 verstorben ist und der eine Filmografie von 80 Titeln ebenfalls aufweist, von denen das aktuell der einzige ist, der sich in meiner Sammlung befindet. In Sachen Bonusmaterial gibt's dieses Mal nur Trailer bzw. eine Slideshow. Dafür können wir eben da hier den ganz jungen Kiefer Sutherland offensichtlich auf dem Backcover sehen und ich find's hier ebenfalls auch relativ cool, dass man hier auf dem Backcover eben genauso wie es bei den Nasen der gelbe Look war eben hier diesen hellbläulichen Look hat, der dann natürlich eben auch im Inneren fortgesetzt wird und dann auf der Disc fortgesetzt wird. Aktuell sind diese Titel übrigens im Shop von Subkultur um nur 14 Euro oder so ähnliches erhältlich. Also für diejenigen, die sich wundern, warum keine Booklets und so weiter dabei sind, der Grund liegt einfach auch damit begründet, dass die Editionen damit deutlich billiger angeboten werden konnten. Cool finde ich übrigens auch, dass diese Lisa Film Collection Schriftzug, der hier noch auf den Wendecovern, auf dem Frontcover zu sehen ist, dann bei dem gewendeten Cover, wo auch kein FSK-Logo mehr zu sehen ist, auch nicht mehr drauf ist. Kommen wir
zu Joaquin Phoenix, also quasi dem nähersten zu Joaquin Phoenix, das wir in Deutschland haben, Peter Maffay. Der hat nämlich bereits im Jahr 1987 einen Film namens Der Joker gedreht, wo er Ketten raucht und vielleicht irgendwelche Assi-Kinder verprügelt hat. Das werde ich mir in Kürze noch einmal näher anschauen. Aber hier sehen wir das alte deutsche klassische Kinoplakatmotiv zu dem Film, das ich persönlich eigentlich ziemlich cool finde. Dieser bläuliche, düstere Look. Vor allem schaut das Ganze mit diesen Lichtern im Gegenlicht so ein bisschen aus wie eben eine Kampfszene noch aus Leon mit Jean-Claude Van Damme. Außerdem, so wie bei Cocktail, dieser Neon-Titelschriftzug, der wirklich heraussticht aus diesem Frontcover. Das ist wahnsinnig cool. Bei dem Titel übrigens, wer sich dafür interessiert, es gibt dazu exklusiv beim Subkulturshop noch ein Set, wo man 11 exklusive Aushangfotos in einem DIN A4-Umschlag ebenfalls dazu bekommt. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass es von dem Film zwar aus dem Jahr 1987 einen TV-Mix gibt, der weniger Dynamik hat und damit die Dialoge etwas lauter abmischt, aber auf der Blu-ray sind beide deutschen Tonspuren enthalten, nämlich einerseits eben die original-analogen Magnetbänder des Kinomixes, und die wurden hier aufbereitet, genauso wie eine neue digitalisierte Magnettonspur von der Fernsehmix, vom Fernsehmix, und außerdem gibt es sogar noch eine englische und auch eine ungarische Tonspur. Dazu eben hier in dem Fall ein generell eher dunkleres, düstereres Design, aber meiner Meinung nach auch sehr, sehr stimmig gestaltet und sehr, sehr schön gemacht. Auch hier gefällt mir, dass auf der Disc diesmal nicht nur ein einfärbiger Hintergrund zu sehen ist, sondern dann eben so dieser rötliche Zigarettenrauch von unten ins Bild kommt, so wie eben auch der Titelschriftzug vor allem eben hier auf dem Backcover dargestellt wurde. Wechseln wir dann einmal ganz kurz noch auf den Namen des Regisseurs. Das ist nämlich tatsächlich einer, bei dem es bei mir sofort geklingelt hat. Und ich weiß, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte, wenn es um deutsche oder österreichische Filmproduktionen geht, aber wenn ich den Namen Peter Patzak höre, dann läutet's bei mir einfach genauso, wie in dem Film übrigens einerseits Elliot Gould mitspielt, beziehungsweise für uns Österreicher wahrscheinlich noch interessanter Karl Merkatz, der Original Mundl, hat ebenfalls eine Rolle in dem Film, aber wir kennen Peter Patzak natürlich in erster Linie als Regisseur des 1991 gedrehten Films Der Gorilla und der kleine Grenzverkehr. Wie genau soll ich das interpretieren? Andererseits aber natürlich in erster Linie als der Regiekopf hinter der Kultserie Kottern ermittelt mit Lukas Resetarits, auch eine absolute Kultserie aus dem österreichischen Fernsehen, die man wahrscheinlich auch bei unserem großen Nachbarn ganz gut kennt. Wechseln wir zu einem vor allem als Sänger natürlich bekannten Kerl, nämlich zu Roy Black. Der hat sich 1972 umschulen lassen und war dann der Kinderarzt Dr. Fröhlich. Gut, mein Vater war mal bei einem Chirurgen, der hat Dr. Verderber geheißen. Da ist Dr. Fröhlich wahrscheinlich für einen Kinderarzt doch irgendwie ein kleines bisschen passender. Humor, Musik und gute Laune. Genau, weil wenn du ihr das Stethoskop dorthin haltest, dann wirst du auch wirklich wahnsinnig viel von ihrem Herzschlag hören, so durchs Gewand und durch die Haare und durch das alles, aber er schaut ja nicht einmal hin. Das ist aber trotzdem eine relativ coole Aufbereitung ebenfalls auch von dem alten deutschen Kinoplakatmotiv von dem Film, wo der Film eben von der Constantin im Jahr 1972 aufgeführt wurde. Regie geführt übrigens bei diesem Film hat Kurt Nachmann, mit dem wir uns dann in Bälde gleich hier noch einmal beschäftigen werden, aber zuerst schauen wir eben hier noch einmal durch auf das Backcover. Hier ist womöglich noch der spannendste Part, dass es in der im Bonusmaterial von Otto Retzer eine komplette Dokumentation unter dem Titel Roy Black, eine Legende, unvergessen gibt, die fast 50 Minuten lang läuft und eben das Leben von Roy Black beleuchtet. Eine relativ coole Sache, die man hier im Bonusmaterial findet, und auch Otto Retzer ist jemand, der zum Beispiel vor allem
bei Serien wie Klinik unter Palmen, der Pfundskerl, das habe ich damals auch wahnsinnig gerne geschaut, mit Ottfried Fischer beziehungsweise dem Traumhotel und so ähnlichen Serien immer wieder gerne Regie geführt hat. Aber schauen wir jetzt an der Stelle auch einmal ins Innere. Natürlich bei einem Film, der sich mit Musik auszeichnet, ist auch eine isolierte Musikspur immer wieder ein gern gesehenes und cooles Goodie. Hier genauso wie bei den Supernasen dann im Endeffekt natürlich die Disc im Inneren mit einer gelben Picture Disc drauf. Aber wir wechseln jetzt das Thema. Vorher haben wir ja bereits angemerkt, dass Josephine Mutzenbacher leider einen sauren Eindruck hinterlässt mit dem DVD-Logo auf dem Spine. Aber Spoiler-Alarm, was haben diese beiden Filme miteinander gemeinsam? Ja, es ist Kurt Nachmann, der Regisseur. Der hat laut OFDB bei 10 Produktionen Regie geführt, hat offensichtlich 1972 dann eine Wette verloren oder so und einen kinderfreundlichen Film gedreht, denn seine anderen Titel, zum Beispiel sein Debütfilm 1962, hieß dann Das haben die Mädchen gern, sing aber spiel nicht mit mir. Dann gibt's noch die nackte Gräfin, mache alles mit, auch fummeln wird gelernt sein, beziehungsweise dann im Jahr 1970 der Film Josephine Mutzenbacher. Und dazu müsste man an der Stelle einiges erklären, denn selbst ich als jemand, der sich mit dem Erotikfilm jetzt grundsätzlich nicht wahnsinnig viel beschäftigt, weiß, was Josephine Mutzenbacher ist. Aber ganz ehrlich, ich wusste nicht einmal ansatzweise, was Josephine Mutzenbacher ist. Es ist nämlich eigentlich ein erotischer Roman aus dem Jahr 1906, der grundsätzlich Felix Salten zugeschrieben wird, der tatsächlich damals in einer Auflage von nur 1000 Stück hergestellt wurde. Das heißt quasi die aktuelle Mediabook-Auflage. Damals unter dem großen Titel Josephine Mutzenbacher oder die Geschichte einer wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt. Da ist der Wirtshausabend auch gleich schon mal fertig, bis man den Titel fertig hat. Aber das Ganze gilt als Meisterstück der erotischen Literatur, was ich da sehe. Aber was interessant ist, dass weder der Autor noch der Verleger damals gewagt haben, aufgrund der Zensur eben zu behaupten, ja, das ist mein Werk, weswegen es gar kein Urheberrecht gab und es gab dann einige unautorisierte Fortsetzungen, Nachdrucke und so weiter. Trotzdem wurde das Buch erst im Jahr 1982 wegen dem Film auf den Index für jugendgefährdende Medien oder Schriften damals noch in Deutschland gesetzt. Trotzdem 12 Jahre nachdem der Film gedreht wurde. Der Verlag, der dieses Buch damals verlegt hat und sogar ein erklärendes Vorwort sowie ein Glossar dazugefügt hat, hat dann gegen diese Indizierung geklagt. Die wurde dann zurückgezogen, aber dann eben in Erwägung noch einmal indiziert. Letztendlich war das Ganze dann im Jahr 1992 tatsächlich wieder auf dem Index und erst nach dem Zeitablauf von 25 Jahren im November 2017 wurde das Buch dann tatsächlich endgültig von den Fesseln der deutschen Zensur befreit, was absoluter Wahnsinn ist, vor allem, wenn man daran denkt, dass der Film niemals indiziert wurde, dass der Film aber eben damals ein riesiger Kassenerfolg war und eigentlich der Film dafür verantwortlich war, dass das damals schon über 60 Jahre alte Buch überhaupt wirklich bekannt war und dass dann natürlich das Buch verboten wurde, hat dann wieder die Popularität von diesem Film beflügelt. Der Film hat damals circa, also inflationsbereinigt laut Wikipedia, circa 1,81 Millionen Euro gekostet und hat inflationsbereinigt circa 10 Millionen Dollar eingespielt. Und Christine Schubert, die eben die Josephine Mutzenbacher spielt, die erst nach 30 Minuten im Film überhaupt auftaucht, hat selber eigentlich nie wirklich verstanden, warum man sie gerade für diese Rollen ausgewählt hat. Aber das Kinopublikum hat das, glaube ich, ganz gut und eindeutig gewusst. Der Film ist im deutschsprachigen Raum aber tatsächlich immer ungeschnitten veröffentlicht worden. Was wir da auf dem Frontcover gesehen haben, war auch das original deutsche Kinoplakat von Konstantin. Der Film natürlich damals noch ausgestattet mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren. Mittlerweile wurde das Ganze aber heruntergestuft auf eine FSK-16-Freigabe und ist eben in dieser Version dann auch ungeschnitten auf der deutschen Blu-ray enthalten.
Bonusmaterial gibt es in diesem Fall eben unter anderem mit einer Super 8-Fassung. Aber im Inneren können wir eben da sehen, dass noch einmal eben hier auf dem Frontcover noch einmal extra auf die unzensierte Fassung hingewiesen wird, beziehungsweise auch auf die Tatsache, dass es sich da nicht nur um ein Blu-ray-Debüt handelt, was ja grundsätzlich bei der kompletten Collection der Fall ist. Auf DVD sind diese Filme eigentlich alle bereits erschienen, einerseits von Marketing, von MCP, beziehungsweise eben von Lisa Film, die damals ja ebenfalls auch einige ihrer Titel auf DVD ausgewertet haben, aber eben auf Blu-ray noch wirklich stark unterbesetzt und untervertreten waren. Da sehen wir jetzt eben ein 4K-Remaster als Blu-ray. Und last but not least kommen wir eben, schließt sich quasi wieder der Kreis, nachdem die Nummer 1 eben ein Krüger- und Gottschalk-Film war und eben ein Teil von der Nasen-Quadrilogy, kommen wir jetzt zum Piratensender Powerplay. Ein Film, der zwar ursprünglich im Kino in der ungeschnittenen Fassung zu sehen war, aber es wurde dann für eine Videofassung eben zum Beispiel der Soundtrack verändert. Es wurden einige Kürzungen vorgenommen, weswegen der Film eben einerseits von Marketing eben auf VHS und auf DVD nur in einer geschnittenen Fassung zu sehen war. Und laut OFDB ist sogar die Version bei Amazon Prime nur eine geschnittene Fassung. Nicht, dass ich sie auch ansatzweise empfohlen hätte, wenn sie die ungeschnittene Fassung war. Wir haben hier sogar auf der Blu-ray von Subkultur drei verschiedene Tonspuren, nämlich einerseits eben die Tonspur der Kinofassung mit dem Original-Soundtrack, dann eine internationale Fassung, beziehungsweise eben die DVD-Fassung mit dem veränderten Soundtrack. Und irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, gut, da ist in erster Linie durch Wetten, das ist das natürlich eine Pose von Thomas Gottschalk, die ich ganz gut kenne. Gut, Herr Krüger schaut auf dem Bild so ein kleines bisschen aus, als hat er nach der Aufnahme gesagt, okay, passt, ich bin ready, können wir jetzt dann anfangen? Was heißt zusammenpacken? Nein, nochmal hier kommen. Naja, aber ist trotzdem irgendwie ein recht cooles Cover mit den beiden. Außerdem vom Spy her nett gemacht und dann eben auf dem Backcover gibt's für uns die Informationen eben rund unter anderem ums Bonusmaterial. Es gibt Kinotrailer, eben auch die isolierte Filmmusik noch einmal mit dabei und wir können natürlich noch einmal ins Innere schauen. Diesmal ein rotes Disc-Design, was finde ich aber eben auch sehr cool zu diesem roten Powerplay-Banner passt, den wir da eben auch auf dem Backcover noch einmal sehen im Inneren. Das ist auch eigentlich cool, dass man von Subkultur eben nicht nur bei den Frontcovern drauf geachtet hat, die von sämtlichem unnötigen Ballast wie FSK-Logo, Lisa-Film-Logo zu befreien, sondern eben auch auf dem Backcover gearbeitet hat. Einerseits den Ehren Code entfernt hat, andererseits eben den Hinweis auf die 4K-Version entfernt hat. Das ist in meinen Augen eine wirklich schöne, gelungene Edition, vor allem eben für Fans des deutschen Films. Ich weiß, ich habe mich bis jetzt noch nie dazu gezählt, aber muss dazu sagen, vielleicht erwähnen wir noch den Regisseur von Piratensender Powerplay, das ist nämlich Sigi Rothemund, der zum Beispiel ab 2002 dann die Donna Leon-Verfilmungen, die nach der die Brunetti-Krimis heißen sie, genau, von der Donna Leon, die Verfilmungen übernommen hat und auch für andere Serien von Alarm für Cobra 11, Der Clown und so weiter hier und da Regie geführt hat. Und sein erster Film natürlich hieß Geh, zieh dein Dirndl aus, Alpenglühn im Dirndlrock, der mir tatsächlich auch noch was sagt. Dann noch Filme wie Bohr weiter, Kumpel, Drei Bayern in Bangkok, Drei Schwedinnen in Oberbayern, Die schönen Wilden von Ibiza und so weiter und so fort, die er damals eben noch unter dem Pseudonym Sigi Götz gedreht hat, unter dem er interessanterweise auch den Piratensender Powerplay damals regisiert hat, aber insgesamt hat er tatsächlich über 130 Regiearbeiten in der OFDB zu verzeichnen. Eine wirklich interessante Geschichte, ein wirklich interessanter Streifzug, finde ich, den wir mit diesen 6 Titeln durch das Programm von Lisa Film unternehmen haben können. 6 Filme, die ich mir sicher in absehbarer Zeit dann auch irgendwann einmal in den Player werfe, weil irgendwie interessant ist es auf jeden Fall, vor allem eben, wenn man die ganzen Backgrounds weiß. Der Film, der mich als allerersten anspricht, den ich sicher als allerersten schauen werde, ist der Joker, aber eben auch, nachdem ich als Kind wirklicher Thomas Gottschalk-Fan war, werde ich mir die Filme anschauen und so weiter. Das ist durchaus eine coole Collection mit halt einem klitzekleinen
optischen Manko.